Hi Leute, ich bin's mal wieder. Ich habe mir überlegt, ich stelle euch einfach mal heute ein Spiel vor und es nennt sich Guncraft. Guncraft ist noch in der Beta-Test-Version und eine Mischung aus einem Minecraft-Ego-Shooter. Kann man sagen, muss man nicht. Man kann sich seine eigene Meinung daraus gleich mal bilden. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an. So sieht das ganze Spiel aus. So sehen hier die Charaktere aus. Ich finde das Spiel relativ nice und cool und ich möchte das mit euch jetzt erstmal ein bisschen anspielen. So, ich gehe mal kurz auf die Settings. Ja. Wo kann ich denn was runterstellen? Okay. Ich würde sagen, ich mache das so, so und so. Und das geht soweit. Okay. So, hier können wir, also es hat schon, ja, also das Menü ähnelt schon ein paar Spielen, muss man sagen. Ich drücke einfach mal auf Add New Class. So, oder Class. Und nennen Sie es einfach mal Simi. So, wir machen uns jetzt hier unseren eigenen, kann man sagen. Also es gibt hier schon relativ viele Charaktere zur Auswahl, die man einfach mal spielen kann. Ich muss schauen, welchen wir spielen wollen. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Also das Spiel ist schon relativ cool. Warum speicherst du das nicht? So. Speicher es! Bitte! Okay, danke. Man muss einfach Enter drücken. So. Premierwaffe. Ich glaube, wir nehmen einfach mal. Also ich finde, das Menü ähnelt schon mal ein bisschen COD. Bisschen so von der Ansichtssache und von der Reihenfolge und sowas, ne? So. Okay, unsere Premierwaffe. Ich glaube, da können wir die lassen. So. Sekundärwaffe. Nehmen wir einfach mal eine Pistole. Und ich würde sagen, oh, was können wir nehmen? Wir können Hammerchen, ein Schwert, ein Bohrer und eine Spitzhacke nehmen. Wir nehmen eine Spitzhacke. Wir wollen ja auch ein bisschen Minecraft-Feeling bekommen, ne? Gä So. So, was haben wir hier? Medikit, Bombe, Granate, C4, bla, Penis. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein Medikit. Ja. Und irgendwie sowas. Nee, wir nehmen einfach eine Granate. Dann hat sich die Sache gut. So, dann nehmen wir uns einfach mal nochmal einen Bonus mit. Und noch einen Bonus mit. Ja, ich würde einfach mal sagen, das reicht erstmal so. Und ich würde einfach mal sagen, wir testen jetzt einfach mal das Spiel an. Und zwar kann man das auch online spielen. Ihr könnt da auch, glaube ich, was bauen. Und wir geben jetzt einfach mal einen Namen ein. Also es ist halt kostenlos. Ihr müsst euch dann nur registrieren, es runterladen und installieren. Und das war's dann eigentlich schon. Ja. Ja. Save Username. Bla. Was sollen wir jetzt auf Login drücken? Ach, den gibt's noch gar nicht. Jetzt mich eigentlich verarschen. Moment, ich muss mich mal kurz registrieren. Fail. So, ihr müsstet da euch jetzt einfach mal einen Account machen. Ihr kriegt, wenn ihr euch da angemeldet habt, registriert habt auf der Seite und so weiter und so weiter, kriegt ihr per E-Mail so einen Beta-Code zugeschickt. Ihr müsst ihr einfach eingeben, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Einfach dann auf Register drücken da eben gerade. Und dann wird das schon was. Im Moment sind 900 Leute online. Und ich würde einfach mal sagen, wir wählen uns einfach mal einen Server aus. Und schauen uns das jetzt einfach mal an. Ja. Okay. Also ich finde, es ähnelt schon ein bisschen Modern Warfare. Counter-Strike und so ein bisschen von der Grafik, das werdet ihr auch gleich sehen, Minecraft. Also wieder so ein typischer Minecraft-Ego-Shooter. So. Okay, wie geht's jetzt los? So. Okay, das Level ist sehr interessant, muss ich sagen.
Lol. Was ist das für ein Level? Ah, oder muss die Map erst geladen werden? Ne, das ist das Level, oder? Oha. Da haben wir uns das falsche Level ausgesucht. Huch. Was wollen wir jetzt auf Ben drücken? Ich will nicht benden. Das sieht jetzt ziemlich doof. Kann ich ein bisschen die... hier irgendwo... die Helligkeit höher stellen, eventuell? Nö. Alter! Hast du mich erschrocken? Wir machen einfach mal beenden nochmal. Jo, wir suchen uns einen anderen Server raus, weil... Der ist mir zu komisch. Der ist mir zu dunkel, sagen wir mal einfach mal so. Wir wollen aber eine vernünftige Map haben. So. Das Spiel ist auf Englisch. Und es geht noch gar nicht los. Okay, es fehlen noch ein paar. Ja, ich glaube, mein Name hat gar nicht richtig hingepasst, ne, oder? Egal. Auf jeden Fall, ich finde das Spiel eigentlich relativ cool. Wenn ihr es unbedingt auch mal spielen wollt, dann... ladet es doch euch einfach mal runter und ja, testet es einfach mal aus. Also so schwer ist es nicht, das zu installieren oder herunterzuladen. Und ich meine, es kostet nichts. Ist nur eine gute Alternative. Und ich bemerke gerade, dass meine Tür offen ist. Das ist mir jetzt aber eigentlich sowas von egal. Ich hoffe, es kommt nur keiner rein. Solange keiner reinkommt, ist alles tutti frutti. Könnt ihr jetzt mal bitte loslegen, starten? Bitte, eventuell? Ey, der startet nicht, ne? Ich könnte ausrasten. Ich will euch das zeigen und der startet nicht. Mach los! Macht einfach allen Haken! Ich will beginnen! Oh, Mann! Nee. Ja, bitte, ja. Ja, jetzt. Starte. Alarm bereit. Und jetzt? Mach doch. Es startet nicht, ne? Ey, das ist doch... Bei sowas könnte man schon wieder ausrasten. Komm, leg mir doch die Eier. Das ist doch behindert. Wir sind vollzählig. Alarm bereit gemacht. Er startet nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Wenn die Leute AFK sind und Spielleiter sind. Es kotzt mich in jedem Spiel an. Überall ist dasselbe. Ach. Mann. Es ist doch so assi. Ich will euch das Spiel nur zeigen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nö, ich gehe jetzt. Tschüss. Also das ist ja mal behindert. So. Ein Versuch machen wir noch. Fail. Schlecht. So, woran gehen wir? Ach, wie toll. Dass so viele Räume da sind. Wo überall nur ein Spieler sind. Und es ist immer derselbe Raum. Ja, ist immer derselbe. Gibt wohl nicht viele. Toll. Ihr seht, das Spiel ist noch relativ unbekannt und es spielen noch nicht so viele drauf. Und ich möchte jetzt gerne mal irgendwo mitspielen. Ey, ist das denn wahr? Er kommt. Ja. Oder? Nee. Nee, das war der Raum. Oh Mann. Das ist frei. Ist es wieder die Map? Ist ja auch egal. Im Endeffekt eigentlich. Wie
Wir spielen jetzt noch ein bisschen Gun. Oh, das ist eine andere Map. Das ist gut, das gefällt mir. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Guncraft. Wie ihr sehen könnt, die Texturen, die ähneln schon so ein bisschen, ja, Minecraft. Nein, geh weg, du Pisser. Also, die Map finde ich cool. Also, ich bin ja wirklich ein Star Wars Fan und hab die richtige Map erwischt. Also, das gefällt mir schon mal. Also, ich sag mal, das Spielerische, ich töte den einfach mal, ist schon mal ziemlich simpel. Die Steuerung ist eigentlich wie bei jedem Ego-Shooter. Simple Steuerung. Viel muss man da eigentlich nicht erklären. Ja, coole Map. Und es macht aber auch auf jeden Fall Spaß. Und ihr könnt auch, soweit ich weiß, glaube ich, Blöcke zerstören. Nein? Doch nicht? Nein? Okay, dann halt nicht. Ich muss ihn töten, Leute, ich muss ihn töten, ich muss ihn töten, ich muss ihn töten. So ein Müll. Haha, wie ihr sehen könnt, das Blut ein bisschen verpixelt hier an der Seite. Okay, das war's jetzt schon mit der Runde. Ich wollte euch das Spiel jetzt auch einfach nur ein bisschen zeigen und ich hoffe mal, es gefällt euch oder es hat euch gefallen. Sieht man nochmal die Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr es ja mal testen. Ansonsten verabschiede ich mich und sage bye bye. Tschüss.